Willkommen zurück bei ARK Survival Evolved. In der letzten Folge dann endlich mal geritten auf unserer kleinen Prinzessin. Unserer kleinen großen Prinzessin, müssen wir ja sagen. Und so ein bisschen was wollte ich eigentlich jetzt auch nochmal herstellen. Deswegen dafür glaube ich ein paar Fasern im Inventar. Halt, keine heute. Vielleicht auch heute, ich weiß es gar nicht. Bau doch bitte mal erstmal eine Holzwand. Ich möchte mal was probieren. Kann ich die Wände auch so irgendwo platzieren? Das geht nicht, ne? Ich brauche eine Foundation. Doch, wartet mal. Genau. Nimm das mal weg. Wir haben doch hier, genau, diese Wooden Fence Dinger könnten wir bauen. Gucken, ob die noch verbuggt sind. Die waren mal verbuggt, dass man die nicht richtig platzieren konnte am Anfang. Ja, immer noch. Seht ihr das? Die sind in der Erde drin. Huch. Nanu. Ja, das funktioniert überhaupt nicht. Die sind einfach viel zu tief. Die werden irgendwie da berechnet, wo oben die Leiste ist. Ja, schade. Damit können wir nichts anfangen. Was? Was wurde removed? Ich hab's verpasst. Ich will das Ding hier ablegen. So. Crafte mir doch mal so einen Catwalk. Einfach mal ein bisschen rumprobieren heute. Schöne Aussichtsplattform bauen. Könnten wir auch hier vorne machen oder hier nochmal so ein Vordach. Wobei ich dann für das Vordach auch einfach so ein Dach bauen könnte. Fehlt nur ein bisschen Thatch und so Zeug dafür. Obwohl. Kam da gerade eine Idee, ich bräuchte mal noch zwei eigentlich. Jetzt wird es mir gerade übel nebelig. Nebelig? Neblig? Gibt es das Wort nebelig? Neblig? Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Neblig. Ich bleibe dabei. Ah ja, Tetch hast du ja auch noch dabei. Sehr gut. Davon auf jeden Fall noch mal einen und ein Dach. Erstmal ein Dach. Würde eine ganze Menge Holz fehlen, wenn ich da weitermachen würde. Also auf halber Höhe fände ich es geiler. So zwischen diesen beiden Varianten. Ach komm, wir machen uns hier einfach ein Dach hin, oder? Hier rechts daneben auch noch eins unter das Fenster. So, und hier hinten dran dann Dächer, wenn das klappt. Dann dürfen wir hier bloß niemals nicht runterfallen. Was willst du denn? Mach einen Abflug. Immer wieder nett zu neuen Gästen. Tür ist noch da, oder? Ja, haben sie uns nicht kaputt gemacht. So, hatten wir hier noch irgendwo Holz drin? Oder war das die... Ach, das war das die dritte Kiste, wo wir mal noch Holz drin hatten? Verdammt. Jetzt haben wir hier noch so eine Wand dabei. Wie spät ist denn das? 19.03 Uhr. Ich glaube, ab 21 Uhr beginnt die Nacht. Hm.
Ich weiß auch nicht. Welche so? Ja, die müssten dann halt bis runter reichen. Wir können auch so eine Pillar-Dinger bauen. Die hier, dafür brauchen wir bloß deutlich mehr Holz. Moment mal, hat Lady Bowser nicht noch was dabei? Nee, aber eine ganze Menge Thatch hat sie dabei. Ja, du kannst mal die ganzen Bären noch nehmen. Brauche ich gerade nicht. Wiegt nur unnötig. Was hast denn du noch dabei? Fleisch. Ah, Gott sei Dank. Das ist so ein Wutenpiller. Ich will das doch nicht in die Mitte. Alter, was ist denn das für ein Teil? Probier mal kurz, ob das hier oben auch gehen würde, so wie ich mir das gerade denke. Jo. Dann da so nach links rum. Einfach als Aussichtsplattform. Das können wir machen. Wir machen erstmal das Dach hier unten klar. Nicht wohin mit dem Teil. Pack das mal da dran. Sieht so ein bisschen aus wie halb gewollt wenigstens. Genau, ich setze das Ding genau vors Fenster. Da haben wir gar nichts gekonnt. Ey, na eben, als Schornstein verwenden. Also klappt natürlich nicht, aber. Ach, warte mal, das. Nee, das ist ja dann doof, das. Haben wir dann unten im Haus auch stehen. Das Ding scheint mir erstmal relativ nutzlos zu sein. Ich weiß nicht, ich würde es mal vielleicht hier irgendwo hinbauen. Keine Ahnung, ich setze das Ding jetzt mal dahin. Wir könnten das theoretisch auch einfach wieder abreißen, um die Ressourcen wieder zu bekommen. So, machen wir einfach mal. Okay. Halt, wir haben ja noch 23 Punkte. Können wir noch was erlernen? Ist das so eine Dachschräge mit Fenster? Sieht so aus. Diesen Refining Forge bräuchten wir bestimmt 21 Punkte, aber. Ein Bücherschrank. Wozu brauche ich denn in dem Spiel einen Bücherschrank? Wir haben doch genau, wir haben ja schon so eine. Ich sehe gerade, für diese Steindinger bräuchten wir gar nicht so viele Punkte. 6 für die Foundation, 6 für die für den Türrahmen, 6 für das Dach. Das wären 18. Steine für eine Wand. Sperr brauche ich nicht. Das hier auch nicht. Genauso wie diese Schilder brauchen wir auch nicht. Fiomia-Sattel. Ich weiß gerade nicht mal, was ein Fiomia ist. Das nicht. Spark Powder. Das bräuchten wir, glaube ich. Genau hier für Nerd. Mörse und Dingens, Stößel. Ach ja, Narkotik. Paintbrush. Das
ist natürlich geil. Wir müssen dann erstmal Farbe herstellen können. Das können wir doch mit Sicherheit mit diesem Mortar und Pestel. Brauchen wir dafür noch was anderes? Ich weiß gerade nicht, wie wir Farbe herstellen. Steht das nicht immer bei den Bären mit dabei? To make a red dye. Was brauche ich denn dazu noch? Wartet mal. Ich guck mal. Boah, das sieht bescheuert aus. Das hau ab! Von meiner Verteidigungsanlage. Wooden Fence Foundation. Ach, das ist eine Fence Foundation. Wooden Fence Foundation. Ja, was ist damit? Blödsinn. Aha. Zwei Flint, ein Stone. Okay. Aber wie mache ich jetzt Farbe? Das wäre natürlich nett. Können wir unsere Gebäude so ein bisschen farblich machen? Brauchen wir das für? Gunpowder bestimmt nicht. Cementing Paste. Das bestimmt auch nicht. Chitin, Stein. Nee. Oder kann ich das hier irgendwie. Das haben wir ja schon mal probiert, ne? Ich wüsste jetzt nicht. Wie wir das hier machen. Den erlerne ich erstmal. Finde ich ganz witzig, wenn wir dann das Gebäude ein bisschen farblich abändern können. Oder können wir noch gar keine Farbe herstellen? Dass das wieder so ein Ding ist, was erst später irgendwann kommt. Was wie eine Bombe oder eine Granate oder so. Level 30. Was gibt's denn dann? Metallwände oder was? Oh. Hier kommen dann die echt schweren Geschütze. Level 35. Nochmal andere Klamotten. Level 65 steht hier sogar. Haben die das Level erhöht? So, das können wir mit Holz, Wood oder dieses Spark Powder da, Holz Thatch oder dieses Spark Powder anfeuern. Ich wüsste gerade echt nicht, wie ich. Was brauchen wir denn, um Farbe herzustellen? Gelb, blau, rot. Schwarze Farbe. Vielleicht mit Fleisch. Nein. Oder Wasser? Warte mal. Nee. Schade, ich weiß es nicht.
Schade, schade. Hier haben wir ja bloß die ganzen Samen drin. Wie können wir Farbe herstellen? Das ist das Problem. Eigentlich wollten wir ja noch das Dach fertig machen. Dafür fehlt uns aber wieder ein bisschen Holz. Wir haben nicht mehr so viel Holz, wir haben gar nichts mehr. Du hier hast ja nichts mehr, du hast nur noch einen Haufen Bären bei dir. Oh, Level up. Okay, komm mal her. Ach, Quatsch. Aber gleich, wir warten mal noch einen kleinen Moment. Jawohl. Jetzt ist er eigentlich Level 4, genau. Wunderbar. 60 Lebenspunkte brauchst, beziehungsweise 60 Erfahrungspunkte werden jetzt benötigt. Was hatten die dabei, was so viel wegnimmt? Die ganzen Bären. Oh, hier, komm, ich nehme da mal eine ganze Menge raus. Und das können wir dann mal verstauen, weil so viel braucht die ja nun auch nicht. Könnte sein, dass wir jetzt... Ja. Ich wollte nicht aufsteigen. Dass wir jetzt zu sehr überlastet sind. Naja, gut, wir können uns noch bewegen. Wir haben da noch eine Kiste. Können wir vielleicht noch eine herstellen? Nö, doch. Könnte man theoretisch mal eine ganze Menge an Holz ran schaffen, um dann hier die Verteidigungsanlage, die wollte ich noch mal ein bisschen ausbauen. Ist hier noch Platz? Ach genau, hier hatten wir die Fasern drin. Ich nehme die mal hier raus. Nach wie vor auf Q kann man das hin und her wechseln. Ey, so viele Fasern, ey. Das ist unfassbar. So, den ganzen Krempel brauchen wir gerade alles nicht. Genauso die 57 Narcoberries packe ich mal hier rein. Ach ja, eine Wooden Wall haben wir ja auch noch. Die können wir vielleicht später nochmal gebrauchen. Ich packe die jetzt mal hier mit rein. Was trinken müssen wir auch mal. Na, ist auch ein neues Level. Wie viel Leben das Tier hat. Hast du auch ein neues Level? Sehr gut. Du hast nur wenig Leben, bist dafür. Genau, warte mal, ich wollte mal gucken. 221% Melee Damage. 184,9. Sehr schön. Ja, macht euch Mädels. Achso, genau. Das haben wir ja drüben alles. Wieso schleppen wir denn noch so viel mit uns rum? Ach so, 24 mal Holz. Okay, 17 Steine, die nehmen ein bisschen was weg. Gut. Ich esse mal ein paar, um unseren Wasserhaushalt erstmal wieder aufzufüllen. Wie sieht es bei dir aus mit dem Essen? Ach Gott, 3,1 Punkte gerade mal verloren. Ja gut, Wasser füllt sich auf. Sehr schön, wunderbar. Es läuft doch gut, oder? Herrlich. Können wir unsere Hütte noch ein bisschen vergrößern?
Und dann sind wir auch bald Level 25. Wir sind, na gut, Level 23 sind wir, okay. Level 25 dauert noch ein bisschen. Ich guck mal, wie ich irgendwie. Achso, jetzt hat er sich einen Stein mitgenommen. Ich würde gerade sagen, was hat er denn jetzt gemacht? Wie wir hier vielleicht die Farbe herstellen können. Das wäre ganz nett, wenn wir da ein bisschen künstlerisch noch tätig sein könnten. Gut, wunderbar. Läuft ganz gut zur Zeit. Wir sind lange nicht gestorben. Ich will es mal nicht so laut sagen. Aber ich hoffe, das bleibt erstmal so. Also dann, schönen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal.